Staatsministerin Annette Wittmann-Mautz gab bekannt, dass das Tübinger Modell Öffnen mit Sicherheit aufgrund der zu hohen Inzidenz von 180 im Landkreis Tübingen beendet werden müsse. Grund dafür sei die bundeseinheitliche Corona-Notbremse. Oberbürgermeister Boris Palmer zeigte sich enttäuscht über das Ende, denn die Inzidenz in der Stadt Tübingen betrage nur knapp über 90. Für ihn sei es deswegen nicht verständlich, warum nun ausschließlich die Inzidenz des Landkreises zählen würde. Ab Montag müssten deswegen Handel, Theater, Schulen und Kitas in der Universitätsstadt wieder schließen, so Palmer weiter. Erst unter einer Inzidenz von 100 sei eine Weiterführung des Modellprojekts wieder denkbar, gab Wittmann-Mautz abschließend bekannt.